Vor 5 Minuten war der Tag der Beerdigung von Hannelore Kramm nicht nur ein trauriger Tag für Familie und Freunde, sondern hinterließ auch beim berühmten Künstler Florian Silbereisen einen tiefen Eindruck. Bei der Beerdigung zum Gedenken an seine Freundin und Kollegin Hannelore Kramm konnte Florian seine Gefühle nicht unterdrücken und brach über den Verlust seiner engen Freundin in Tränen aus. Hannelore Kramm, eine herausragende Schauspielerin der Unterhaltungsbranche und eine der vertrauten Freundinnen von Florian Silbereisen, hat diese Welt in einem herzzerreißenden Moment verlassen. Florian, der auf der Bühne oft Stärke und Selbstvertrauen zeigt, konnte sein Herz inmitten der Trauer und Leere der Trennung nicht zurückhalten. Der Tag der Beerdigung wurde zu einem Tag der Tränen und der Trauer. Florian Silbereisens Bilder vom Weinen beim Umarmen von Hannelore Kramms Familie und Angehörigen rückten schnell in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. In diesem schmerzhaften Moment war Florian nicht nur ein berühmter Künstler, sondern auch ein aufrichtiger Freund, der mitfühlend war und sich um die Gefühle anderer kümmerte. Der Groll und der Schmerz in Florians Gesicht sind Ausdruck eines Verlustes, der sich nicht in Worte fassen lässt. Hannelore Kramm ist nicht nur Kollegin, sondern auch Begleiterin auf den langen beruflichen und Lebenswegen. Florian verlor nicht nur einen künstlerischen Partner, sondern auch einen Freund, mit dem er Freuden, Sorgen und unvergessliche Momente im Leben teilte. Während der Trauerfeier liefen Tränen nicht nur aus Florians Augen, sondern auch aus den Herzen von Fans und Angehörigen. Die Menschenmassen auf den Straßen und am Bestattungsplatz konnten die gemeinsamen Gefühle aller nicht verbergen. Das Bild von Menschen, die in einer Reihe stehen, sich umarmen und den Schmerz des Verlustes teilen, schafft ein spirituelles und bedeutungsvolles Bild. Während der Beerdigung zierten weiße Rosen und Gemälde zum Gedenken an Hannelore Kramm die Dekoration. Das Gemälde von Florian Silbereisen bricht in Tränen aus, versunken in Trauer und Bedauern, gemalt von seiner eigenen Hand durch jede Emotion hindurch. Der Austausch und die Anteilnahme aller machten die Beerdigung zu einem schönen und bedeutungsvollen Gedenkereignis. Die Online-Community drückt in diesen schwierigen Zeiten ihren Respekt und ihre Zuneigung für den verstorbenen Künstler sowie ihr Mitgefühl für Florian Silbereisen aus. Florian Silbereisen hat den Verlust von Hannelore Kramm unter Tränen und Schmerz realer und emotionaler gemacht. In den folgenden Tagen kann er in der Freundschaft und Unterstützung seiner Mitmenschen Halt finden, um die Herausforderungen des Verlustes zu meistern. Florians Anteilnahme ist nicht nur Ausdruck seiner Kunstfertigkeit auf der Bühne, sondern auch ein Bild schlichter Menschlichkeit und Sensibilität gegenüber dem Verlust eines Gefährten. In den Tagen nach der Beerdigung konnte Florian Silbereisen sowohl bei der Künstlergemeinschaft als auch bei seinen Fans Trost und Unterstützung finden. Das Teilen seiner Gefühle und Erinnerungen an Hannelore Kramm mit anderen kann ihm helfen, die Stimmung zu bewahren und zu spüren, dass er mit seinem Schmerz nicht allein ist. Und cet album. En voyant une photo de la chanteuse Françoise Hardy, encore jeune à l'époque, Bobby a été conquis par son charme et sa beauté. Doté d'un grand courage, l'interprète de Just Like a Woman s'est lancé et a déclaré sa flamme à la femme de Jacques Dutronc. Bob Dylan a pris sa plume de poète pour écrire une lettre d'amour à l'interprète et compositrice. Alors qu'il avait un fort désir de déclarer son amour à la femme qu'il avait conquis, le chanteur n'a malheureusement pas eu la force de lui envoyer ses lettres. Toutefois, le patron du café de Greenwich Village avait soigneusement gardé ses brouillons. Selon Françoise Hardy, lors d'une interview qu'elle a accordée dans l'émission La Bande Originale en 2018, ses brouillons lui a été remis par la disparition du patron de l'établissement. Apparemment, ces paroles ont quelque peu embarrassé la chanteuse de tous les garçons et les filles, elle qui n'a pas ressenti les mêmes sentiments que le chanteur. Ces deux personnes, qui ont mis beaucoup de temps à me trouver, avaient hérité de certains documents. Ils ont pensé que cela pouvait m'intéresser, a raconté Françoise Hardy à Nagui au cours de cet entretien.
Dans ses lettres, dans lesquelles Bob Dylan avait exprimé son amour profond, avait la mention « Fort Françoise Hardy » et signée également par l'expéditeur. Tout au long de leur longue carrière musicale, les deux artistes n'ont fait qu'une seule rencontre. C'était lors de son show à l'Olympia le 24 mai 1966. Alors que le chanteur célébrait l'after-party qu'il avait organisé dans sa suite du George V, ce dernier a invité la chanteuse à les rejoindre. Dans son interview au magazine L'Express en 2016, Françoise Hardy est revenue sur cette situation inconfortable. À un moment, il a entrouvert la porte et m'a demandé de venir, seul. Il m'a fait entendre « Just like a woman » et « I want you ». Je me suis demandé pour la première fois s'il n'y avait pas une intention dans ce choix. S'est souvenu l'épouse de Jacques Dutronc. Et vous, que pensez-vous de la relation entre Françoise Hardy et Bob Dylan? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la